Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir starten direkt mit ein paar kleinen Neuigkeiten. Vielleicht ist da jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt schon ein bisschen mehr bekannt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist bisher noch nicht mehr rausgekommen, als dass es morgen, oder besser gesagt für euch jetzt gerade heute, wahrscheinlich zum Valentinstag, eine kleine Überraschung geben wird, so zur Mittagszeit rum. Ja, da ist das definitiv schon gelaufen, das Ding, denke ich mal. Da wisst ihr schon Bescheid, aber für die, die noch nicht Bescheid wissen sollten, einfach mal auf Twitter, Facebook oder Instagram vorbeischauen. Dort gibt es einen Überraschungscode. Den könnt ihr dann hier im Spiel selbst einfügen, hier oben unter Coupon. Und dann bekommt ihr, ja, irgendeine Überraschung. Keine Ahnung, was es sein wird. Vielleicht ein Herzchenstab oder sowas anlässlich zum Valentinstag. Ansonsten für alle Leute, die noch nicht das Feuerpad haben, Floss Nessel ist zu finden morgen. Ne? Insel Scarpa sollte man Ausschau draufhalten. Die Augen, ja, die Augen und Ohren gespitzt auf jeden Fall. Gut, soweit das halt Sinn macht. Ja, das auf jeden Fall zu den News. Deswegen da auf jeden Fall nicht verpassen. Ansonsten befinden wir uns hier auf, unschwer zu erkennen, auf Main. Ich habe nämlich einen Kampf für euch, den wollte ich euch schon länger zeigen, und zwar Poseidon. Den, gut, was heißt länger? Den habe ich gestern, habe ich den Try rausgehauen, das ist jetzt noch nicht so lange her tatsächlich. Aber seitdem hier meine Begleiter auch wieder den Schaden machen, den sie machen sollen auf dem Server, kommen ganz gute Tries zustande tatsächlich gegen Poseidon. Und das wird wahrscheinlich mein nächster Gegner werden, den ich mit Free Tries attackieren werde. Nachdem wir ja hier in der Taverne ordentlich aufgeräumt haben, gehen wir rüber zum Olymp und werden dort versuchen, Poseidon zu besiegen. Danach wird es, glaube ich, erstmal ziemlich schwierig werden. Taverne unmöglich. Der Gegner nach Poseidon, ach, auch weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollte ich euch mal zeigen, Poseidon. Gute Tries dabei, gute Tries. Ich gehe in die Dungeons hier wirklich nur mit Free Tries rein. Also ich werde hier mich hüten, irgendwelche Pilze zu investieren, um hier den Gegner schneller zu besiegen. Das hat Zeit auf jeden Fall und mich jagt keiner und deswegen alles cool. Deswegen werde ich das hier nur mit Free Tries machen. Die Pilze investiere ich dann lieber schlauer als in unnötige Dungeon Tries. Außerdem bin ich immer ganz froh, wenn ich noch ein paar Gegner habe. An den letzten werde ich noch lange genug knabbern, denke ich mal. Trotzdem ist es immer noch ganz cool im Hinterkopf zu haben, jo, wir haben noch ein paar Gegner vor uns, die wir besiegen können. Und ja, das aber auf jeden Fall erstmal hier mein bester Try gegen Poseidon. Mal gucken, was die Kunigunde hier veranstaltet hat, ob die auch oft ausgewichen ist. Jetzt ist es, glaube ich, dreimal, viermal, fünfmal ausgewichen. Okay, nice. Sechsmal ausgewichen. Siebenmal ausgewichen. Ja, mein Marquardt hat ganz guten Schaden gemacht. Achtmal, neunmal. Aber da ging auch noch mehr. Zehnmal, elfmal, zwölfmal. Hier hat die Kunigunde gecarried. 13-mal ausgewichen jetzt. Okay, 13-mal ist schon heftig. 14-mal. Ja, jetzt darfst du nicht mehr 15. Jetzt darfst du nicht mehr kassieren. Na gut, einmal noch 15. Okay, 15-mal. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 15-mal ausgewichen. Das ist schon ziemlich heftig. Ja. Hätte der Marquardt noch ein bisschen mehr reingekrittet, weil der hatte, glaube ich, ein paar Treffer dabei, die nicht gekrittet haben. Und hier habe ich auch einen Crit-Treffer vergeben. Dann wäre Poseidon tatsächlich jetzt an der Stelle schon down. Ja, ein Crit-Treffer mehr von mir oder ein Crit-Treffer mehr von Marquardt oder ein, zweimal mehr ausweichen von der Kunigunde. Anstatt 15, 17 Mal. Ich meine, gut, das ist dann jetzt auch egal, ob man jetzt die zwei Male, ne? Und dann ist hier Poseidon auch schon bald, down. So, das ist halt schon ziemlich cool. Geht jetzt relativ fix. Zwölfköpfige Hydra, oh, hoffentlich schaffen wir die heute noch. Sonst, ja, kriegen wir wieder so wenig XP irgendwie. Das wäre natürlich bitter. Wir haben es jetzt, eine Stunde vor 0 Uhr. Und das wäre natürlich, ja. Also auf dem Server, ja, ich muss halt sagen, die Gilde, ja, ist halt ein alter Server, ne? Es sind viele Leute dabei, die nicht mehr so aktiv spielen.
die nur noch so teilzeitmäßig hier rum werkeln sind. Klar, es gibt noch ein paar Tryhards, so, die noch richtig krass am Start sind, ne? Das befindet sich aber halt mehr so im oberen Segment. Ansonsten, ja, ist also für so alt wie die Gilde schon ist, ist 12-köpfige halt lächerlich so, ne? Das ist halt jetzt überhaupt nichts so großartig. Wenn ich vergleiche das immer hier mit dem Battlemage-Server, der halt jetzt bei der 13 jetzt schon fast 14-köpfige ist, ne? Und der Server ist halt deutlich, deutlich jünger als S31. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen, aber W27 kam 2018, ja, S31, weiß ich nicht, ob das 13, 14, 15, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall, warte mal, ich spiele ja jetzt auch schon 8 Jahre müssen es auf jeden Fall sein, 8, 9 Jahre. Ja, lass so zwischen dem Server und dem Server, oh, Bruder, also das nervt mich hier ja auch komplett hier, diese Scheiße. Mach weg den Piss jetzt hier. Naja, auf jeden Fall sagen wir mal Int 27 auf 4 Jahre, denke ich mal, jünger auf jeden Fall und hier schon deutlich aufgeholt im Vergleich zu meinem Main-Server hier. Ne? Und ja, das ist natürlich ziemlich traurig an der Stelle, weil natürlich Daily Quest Haupteinkommensquelle im Late-Game-Bereich bis auf den, ja, bis auf das Glücksrad. Hier, ne, also, oder besser gesagt, den Login-Bonus hier, den Aufstieg, das ist natürlich klar. Ist ja überall so, gibt 1,5 Milliarden. Da kommt natürlich nichts ran so schnell, ne, auf die schnelle Welle. So, wir drehen am Rad. Mal gucken, was wir rausbekommen. Vielleicht bekommen wir ein paar Kristalle. Gucken nochmal hier, ob wir hier ein bisschen Kristalle bekommen. Wäre natürlich nice. Wir haben es ja jetzt noch gerade Event. Wie gesagt, ich nehme eine Stunde kurz vor 0 Uhr auf. Deswegen muss ich hier noch schnell meine Alu durchklickern. Und ja, so ein Epic würde ich natürlich auch mitnehmen. Aber es sieht wieder sehr trostlos aus heute hier beim Glücksspieler hier. Ja, sehr schade. Die Kristalle, 5 Stück, würden sich auch lohnen. Aber es wird sich auch schon lohnen, überhaupt mal irgendeinen Gewinn jetzt. Also irgendeinen Gewinn. Gut. Ja, nö, 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 das macht mir auch gar nichts aus an der Stelle hier. Hat denn die Echse wenigstens was für uns heute hier? Brustpanzer. Na toll. Er ist wieder, also hier die Items habe ich auch schon wieder Dekaden hier im Inventar rumgurken. Und die Hexe gönnt wieder mal nicht, ne? Man kennt sie, die gute alte Hexe. Die nicht gönnerische Hexe. Ja, mal schauen. Sind wir denn wenigstens in der internationalen Ehrenhalle? Ach, auch nicht. Okay, dafür ist der Teufel da. Ja, vertritt der wenigstens S31 schön hier? Jawohl. Sehr schön weggekrittet das Ganze. Sind jetzt auf 76, das ist sehr gut. Solange ich nicht in der internationalen bin hier und unseren Server vertrete, läuft das auch mal einigermaßen bei den anderen zumindest mal. Ne? Gönne ich den natürlich. So, ja. Dann sind wir soweit durch hier erstmal auf dem Server. Ich werde hier noch ganz entspannt meine Alu heute runterklickern. Und ja, nachher um 18 Uhr geht es ja dann auch schon los, glaube ich, war es gewesen, im Stream von Shakes and Fidget Official. Da könnt ihr gerne vorbeischauen an alle Leute, die 50 Wins getippt haben auf meine Kappe und auch für mich gewotet haben, natürlich, ne, muss natürlich beides sein. Die können da gerne im Stream vorbeischauen. Ich glaube, da werden auch schon alle Gewinner ausgelost. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, wie das läuft. Einfach mal da reinschneien und mal gucken. Und ich denke mal, da werden dann die restlichen Informationen dann auch preisgegeben werden. Ja, oder die werden dort preisgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob das ganz richtig ausgedrückt war an der Stelle. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, ja, werde die Codes, die 3000er, die ihr denn gewinnen könnt oder wo ihr die Chance drauf habt, ich glaube, ich bekomme da nichts irgendwie. Also, ich kann die nicht an euch direkt weiter giveawayen so. Ich glaube, die bekommt ihr wirklich direkt da im Stream ausgehändigt. Da müsst ihr halt, wie gesagt, mal dann nachschauen. Ne? Ich hatte gelesen gehabt, dass ein paar Leute, sehr vielen Dank für eure Konfidenz an der Stelle, haben ein paar Leute auf 50 Wins getippt auf mein Main. Und ja, das habe ich ja dann auch glücklicherweise erfüllt. Ne? Das hätte aber auch ganz schnell ganz schief gehen können. Ja.
Aber ich hatte immer zwei gute Gegner zur Auswahl und einen schlechten oder mal zwei gute und einen schlechter und so. Da konnte ich mich immer ganz gut durchwurschteln. Die Konstellation Teufli, Sir Webster und Psycho kam nie zustande. Das wäre sonst ein bisschen fatal gewesen. Wir können mal demonstrativ die dreimal angreifen einfach. Wir fangen mal an mit Teufli. Das ist halt wirklich 50-50. Wer halt ja, mehr crittet und wer halt anfängt. Und ja, das ist halt wirklich so ziemlich ausgeglichen immer. Aber ich glaube, skillpunkttechnisch bin ich bei manchen noch so ein bisschen hinterher. Ja, das ist halt eben, ja, jetzt bekomme ich dreimal auf den Sack hier. Das ist natürlich auch ein sehr guter Vorführeffekt an der Stelle, ne? Aber so ist das halt eben. Ja, auch nicht gekrittet. Ja, gut, alles klar. An der Stelle war es das ja auch wieder mal komplett. Ja, gut, so viel dazu. Es ist halt eben. Ne? Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Das ist eben so im Leben. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.